Weiter geht's. Oben links die Ecke fehlt. Pass auf, der lässt mich jetzt zum Verrecken. Macht der, entweder macht das voll kurz vor Ende. Mann, der Lotto, das soll mal kommen. Das macht ja auch Spaß. Warte, kriegt man da garantiert 20 Euro war das? Oder nein, nein, nein. Es kommt drauf an, was du drückst. Mal. Du hast verschiedene Stufen da. Ach, da kann eine Frucht oder sowas sein. Oder die eins von diesen Jackpot-Symbolen. So war das, glaube ich. Nee, ich meine Bar-Symbole waren das. Entweder Bar-Symbole. Aber die sind nicht jedes Mal unter diesen drei, wo du eins aufdecken musst, glaube nee. Ich. Kann da sein. Dann hast du die... Ich finde aber, der macht wenig Gewinne, sage ich mal, so mit diesem Bildschirm irgendwie. Ja, den muss man oben links den blöden Diamanten endlich bringen. Der Automat ist doch nicht blöd. Natürlich nicht. Wir sind so blöd, dass wir hier Geld reinschmeißen. Du hast das Lotto-Symbol nicht genommen und jetzt hat er drei Lottos. Du kann, der Witz ist, du kannst das gar nicht umändern. Ach, kann man das nee, nicht? Nee, kannst du nicht. Das ist ja der Witz an der Sache. Früher konntest du alles. Ja, bei dem Game Royale und Hold and Win ging das. Aber ganz ehrlich, ich frage mich, von wem dieses Spiel ist. Diese Grafiken, die sind wirklich sowas von oldschool, also so hässlich gemacht, Mann. Da oben steht's, von wem die sind. Oben links in der Ecke. Claymont. Machen die immer so eine Scheiße? Keine Ahnung, ich kenne nicht viel von denen. Das Spielprinzip finde ich ja lustig. Aber es sieht grottenschlecht aus. Da mache ich ja bessere Intros als Grafiker. Bewerb dich doch mal als Grafiker bei denen. Ja, und wie findet ihr Bastis Intro? Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich habe so drauf gewartet. Gib mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, damit ich weiß. Nein. Nee, Daumen runter. Nee. Toll, jetzt hast du mir alle Videos versaut. Wir machen einen kleinen Wettbewerb. Wenn ihr es schafft, auf allen Videos von Basti mehr Daumen runter als Daumen hoch, dann spendiere ich jede von euch. Nein. Nein, aber die Leute machen es trotzdem jetzt. Aus Prinzip. Ja, aus Prinzip. Aber die meisten, glaube ich, haben dir einfach weniger Daumen hoch, runtergegeben, damit du endlich aufhörst mit der Abo-Serie, weil die dir eigentlich was Gutes tun. Ach so. Glaube ich, dass ein paar... Messages angekommen. Hier, wie heißt denn dieser Joker, oder? Der schreibt doch auch immer Dislike. Erster Dislike, oder? War das Joker? Joker's Cap, glaube ich, heißt der. Mhm. Der ist auch ein Troll. Ja, aber der macht das immer aus Jux und Dollerei, also... Der liked aber immer, das weiß ich. Ja, ja. Doch, doch. Sicher dann. Ich find's cool, wenn ich einen Daumen hoch oder runter bekomme. Das runter ich wäre froh, wenn ich mal so einen blöden Diamanten oben links endlich kriegen würde. Aber die Leute beteiligen sich ja dann an den Videos. Das ist ja auch gut. Wenn sie es scheiße finden, sollen sie mir sagen, dass sie es scheiße finden. Der hält sich aber. Oh, 10er hast du reingehauen, ne? Mhm. Er soll trotzdem mal den blöden Diamanten geben, langsam. Also dafür hat er sich aber, der, guck mal, wie lange er sich schon hält, Mann. Der bringt ja auch nichts. Ja gut, aber solange er sich hält, musst du ja nicht nachschmeißen, um auf den Diamanten zu warten. Also nie im Automaten zu früh loben, weißt du, ne? Was für ein Geruchsstoff ist eigentlich in deiner E-Zigarette? Das ist Vanille? Jetzt Bananenmilchshake. Mir jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das riecht ist jetzt ja. Vielleicht noch mit Vanilla Custard hier. Also kannst auch Vanillepudding war vorher drin, deswegen kannst du das auch du kannst auch zu McDonald's fahren. Die haben, glaube ich, auch Vanillemilchshake. Kannst du da einen mitnehmen? Dann kriege ich, Alter, Dünnpfiff und Blähung wie Sau von dem Zeug. Keine Ahnung, was die da rein tun. Ja, dampft auch. Was gibt's? Da muss ich jetzt echt noch einen Zehner gleich nachschmeißen wegen diesem Scheiß Diamanten da oben links. Der Basti hätte schon ganz, ganz früher aufgehört zu zocken, aber ich zwinge den die ganze Zeit weiter zu spielen. Habt ihr was davon? Komm, jetzt machen wir Lotto voll hier. Da könnt ihr morgens, wenn ihr von der Arbeit kommt oder nach Feierabend, habt ihr da mal gut was zu gucken. Boah, ich quatsch so viel, wa? Nö. Entertainment. Entertainment. Komm, jetzt haben wir mal ein paar Las Vegas hier. 2 Euro, yeah. Jetzt haben wir wieder 6. Bei dem Spiel ist gar kein Wer wird Millionär dabei, merkst du das? Ne? Ne, ist ja Unrecht, fehlt doch. Da ist er! Yeah, und jetzt noch. So, und jetzt kriegen nach 80 wir. 80 Euro? Nach 80 Euro kriegen wir 3 und dann kommt keiner mehr dazu oder so.
Warte mal, drei müssen irgendwo kommen jetzt. Ja, drei müssen jetzt kommen, damit er das startet. Bei zwei macht er einen Respin, ja. Oder? Nein, ja, also der hält ja. Es gibt ja immer einen Respin. Ich meine, wenn er zwei hält. Wobei der kostet aber, glaube ich, auch. So, jetzt macht er eine. Ach, der macht schon mal einen. Das ja, aber das war's halt. Das bringt halt nichts. Du musst trotzdem drei zusammenkriegen. Ich meine, ich finde das besser, hast du mehr Chance, als wenn er das bei zwei macht. Das ist ja. Ja gut, wäre aber schön, wenn du einen zweiten dazu kriegst, wenn der nochmal einen Respin machen würde. Ja, dann hast du aber ja schon wieder hier. Er soll mal wenigstens Lotto dazwischen hauen, was ich. Hat ja gar nicht gemacht bis jetzt, ne? Nicht einmal. Boah, ich weiß noch, früher gab es nur diese. Komm jetzt. Der hält erstmal Lotto. Ja, damit. Da sind bestimmt drei Diamanten hinter den Lottofeldern jetzt. Aber ich find's gut, dass jetzt überhaupt keine Diamanten kommen. Das gibt mir immer die Hoffnung, dass dann gleich eventuell die höhere Chance ist, dass welche kommen. Ich würde jetzt nicht gerne 10 Diamanten oder 9 Diamanten da sehen. Ja doch, auf du einmal auch, schon, dass, ja. Du weißt ja, wenn die Diamanten dann gleich ausgelöst werden, das sind ja auch keine Freispiele, ne? Kostet ja auch Geld jede Runde. Das ist ja noch der Witz. Also wäre es jetzt langsam mal echt ganz gut, wenn er jetzt so langsam mal die Diamanten hier geben würde. Also ja, für deine Zuschauer wünsche ich es dir, dass du nicht kommst. Ich sehe es schon, ich muss nachschmeißen, geht gar nicht anders. Ich muss nachschmeißen. Warte mal, was war denn das für ein Gerät? Ich erinnere mich noch. Irgendein Scheißspiel, ich habe das so hochgetrieben und du musstest nur noch ein paar drehen. Ich hatte keine Kohle mehr, um da weiterzudrehen. Ja, das würde ich sagen, war echt ärgerlich, ich oder? Ich weiß nicht mehr, was das war. Jetzt aber. Der muss trotzdem Geld nachschmeißen. Also ich komme ums Nachschmeißen nicht drum rum. Dann ist noch eine Runde Goldstar angesagt. Die scheiß Lottofelder. Ja, kacke. Ja, schmeißen wir doch nochmal nach, ne? Würde ich sagen. Bis gleich.